Ich heiße Ella. Ich habe einen Job, eine Wohnung, einen Mann. Jetzt wird alles gut. Daran habe ich wirklich geglaubt. Entschuldigung, aber das ist meine Seife. Die lag da. Ja, weil ich habe sie da gerade hingelegt, deswegen liegt die da. Ja, und ich habe sie gefunden. Mhm. Aber vielleicht, wenn sie fertig sind, dass ich sie wieder haben kann. Wenn ich sage, das ist meine, dann ist das meine. Hey, hey, nur ist aber gut hier. Jetzt sind die Seifen da. Alles okay? Komm halt mit. Na komm. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Hallo Mädels, habt ihr 50 Cent? Danke, einen schönen Tag noch. Hau ab, das ist mein Platz. Mensch, Strunz, bist du unterbelichtet? Die Bullen, die haben dir einen Platzverweis erteilt, weil du hier mit deinem ganzen Klingelklangel die Touristen nährst. Jetzt komm, verpiss dich! Sag mal, hast du sie nicht alle? Du spinnst voll! Du bist doch nicht ein Zauber in der Birne! Blöde Kuh! Gib mir Schnorris wieder! Schnorris? Das ist Hammer! Kannst du schwimmen? Ich schmeiß den in den Rhein. Kannst du schwimmen? Gut, ich gehe. Ah, du gehst? Ich gehe, ja. Komm hier, du Verrückte, nimm deinen Hund und verschwinde. Ich achte die Schöpfung im Gegensatz zu dir, Hundemörderin. Mach dich vom Acker oder ich hol die Bullen, dann bist du endgültig weg vom Hof. Dumme Funz! Dann ist die immer so durchgeknallt? Der Trunz geht man besser aus dem Weg. Aber der Platz ist gut, ich kann sie verstehen. Ja, ne? Aber dann gibst du nicht her. Ich bin ja nicht bekloppt, ich muss meine Zeitung verkaufen. Oh, scheiße. Oh. Habe ich ein Loch hier? Ja, klar ist ein Loch. Aber was machen wir jetzt? Der Zahnarzt ist nicht. Hast du Uhu? Warte mal, ich hab was anderes. Oh. Schau mal, hier. Für den Rest. Nee, aber ehrlich, du musst ein bisschen besser auf dich aufpassen, okay? Jeden Abend. Jawohl. Mann, stell dir das mal vor, wie schön das wird, wenn wir unsere eigene Wohnung haben. Eine eigene Dusche und im sauberen Klo. Und dauert nicht mehr lang. Ja, hoffentlich. Sag mal, was hast denn du angestellt? Gar nichts. Wieso? Ist ja nicht das erste Mal, dass du so einen Schiss vor den Bullen hast. Ist nichts. Ich möchte, dass du den für mich aufbewahrst. Warum? Weil ich dir vertraue. Ja, was ist das? Pass einfach drauf auf, ja. Okay. Okay, ich sag's dir, aber nur, wenn du versprichst, dass du es keinem erzählst. Ich versprich's. Indianer-Ehrenwort. Ich hab Scheiße gebaut. Herr Barth,
Ja. Ich brauch Sie vorne. Okay. Kommen Sie mal mit. Ja. Worum geht's? Erklär ich Ihnen gleich. Okay. Entschuldigung. Da ist noch was drin. Ja, aber Sie sitzen schon seit über einer Stunde hier mit einer Tasse Kaffee. Wo steht denn, dass das verboten ist? Vielleicht können wir noch 5 Minuten haben. Ja, okay. Danke, dass du uns vorher nicht rausgeschmissen hast. Klar, gerne. Meinst du, wir könnten heute Nacht bei dir pennen? Nee. Es geht leider nicht. Meine Wohnung ist viel zu klein. Ach so. Aber wir können uns einfach noch viel kleiner machen, oder? Wir brauchen gar nicht so viel. Ich fick nicht für ein warmes Bett. Hä? Sagt ja jetzt gar keiner. Darum geht's ja gar nicht jetzt. Ich bin da, wo immer. Und du, pass auf, du. Mann, Moni, jetzt bleib da, komm. Also uns bleibt ja nichts. Nee, nix. Wir sind der letzte Dreck. Und wenn von uns einer mal nicht spurt, ne? Ja. Dann wird ihm gleich alles gekürzt. Ja, verstehst du da? Hast du gar nichts. Das ist ihm doch alles scheißegal, was mit uns ist. Ja, willst du was essen? Mhm. Hast du Würstchen? Ist egal. Wie lange lebst du schon auf der Straße? Noch nicht so lang. Warum? Warum? Kannst du fliegen? Nee, aber ich würde gern lernen. Weißt du, ich mag einfach dieses Gefühl, wenn dich die Beschleunigung in den Sitz drückt oder Geräusch von den hochfahrenden Turbinen oder einfach die Welt von oben zu sehen, weißt du? Boah, da krieg ich so ein Kribbeln. Ich bin schon voll müde. Meinst du, ich kann mal ins Bad?
Du kannst hier nicht bleiben. Was? Hier. Das reicht für ein Hotel heute Nacht. Nee, ich kann nicht ins Hotel. Pack deine Sachen und dann raus. Stundenlang auf die Fresse hauen. Setz dich hin, mein Schatz. Ganz brav. Du dummes Stück Scheiße. Nacht, Julian. Immerhin kannst du lesen. Was ich bis jetzt sagen kann, ist, es handelt sich um eine Frau, Alter grob geschätzt um die 50. Obdachlose schlafen noch oft in dieser Gegend. Ja, möglich. Was hat den Brand denn ausgelöst? Das Opfer wurde mit Schnaps übergossen und dann in Brand gesteckt. Fingerabdrücke? Genug, ja. Die müssen wir aber alle erst noch sicherstellen und abarbeiten. Wir haben diesen Schlüssel in ihren Sachen gefunden. Ein Kabäuschen. Da liegst du ja gar nicht so falsch. Jemand hat auch den Notruf gewählt. Das ist die Nummer. Haben wir hier Zeugen? Hallo? Ballauf ist mein Name. Mit wem spreche ich? Ich bin Polizist von der Kripo Köln. Sie haben den Notruf gewählt. Wer war dran? Eine Frau hat aufgelegt. Schönen guten Morgen, Kriminalpolizei Köln, Hauptkommissar Schenk, mein Kollege Hauptkommissar Ballau. Hey, dieser Mann mal die Mucke tot. Gute Idee. Danke. Eine Frau ist ermordet worden. Die hat da vorne geschlafen. Hat jemand versucht, ihr zu helfen oder haben alle nur weggeguckt? Da war eine Frau, die stand da. Und wie sah die aus? Klein, dünn, blond. Wir sind auch ein Trainer. Ein kleiner Salat. Was machst du hier? Ich muss wieder zu dir. Das geht nicht. Ach bitte, das muss aber gehen. Ich muss jetzt arbeiten, okay? Bitte, das muss jetzt gehen. Kannst du bitte gehen? Kannst du bitte gehen? Ich kann auch zu deiner Chefin gehen und dir sagen, dass du obdachlose Frau mit nach Hause nimmst. Spinnst du? Das stimmt doch gar nicht. Bitte. Bitte.
Eine Nacht, ich habe vier Feierabend. Nein, es muss jetzt sein. Wir haben Schließfächer bei uns im Büro für unsere Stammkunden. Und wissen Sie, wem dieser Schlüssel hier gehört? Wir schreiben nur drauf, dass man ihn bei uns abgibt, wenn einer gefunden wird. Aber wir können gerne ins Büro fahren und alle Schließfächer durchprobieren, wenn ich hier fertig bin. Guten Morgen. Möchten Sie auch eine Suppe? Nee, danke. Du? Wir helfen den Leuten bei den Anträgen, die sie stellen müssen. Suchen Angehörige, schlichten Streit oder dienen als Postadresse. Hier sind unsere Schließfächer. Könnte ich den Schlüssel bekommen? Ja. Danke. Was ist? Das ist Monis Fach. Moni, weiter? Monika Keller. Darf ich mal einen Blick reinwerfen? Frau Keller ist tot. Oh. Wissen Sie, wer das ist? Das ist Julian, ihr Sohn. Er lebt nicht mehr. Was passiert? Motorrad, so schnell gefahren. Moni war davon überzeugt, dass ihr Sohn sich das Leben genommen hat, weil er die Trennung seiner Eltern nicht verkraftet hat. Gab es irgendwelche Hinweise darauf? Ich glaube, sie wollte sich einfach nur die Schuld dafür geben. Mhm. Wissen Sie, wie lange Frau Keller schon auf der Straße gelebt hat? Ja, mindestens 7, 8 Jahre. Sie war schon obdachlos, als ich herkam. Es hat ein Feuer gegeben. Frau Keller ist verbrannt. Verbrannt? Was können Sie uns denn sonst noch sagen? Sie hat die Obdachlosenzeitung verkauft. Wo? Am Dom in letzter Zeit. Sie hat auch hier immer wieder geholfen. Moni war Teil der Familie. Sind Sie denn alleine unterwegs? Ja, meistens. Manchmal hat sie sich um jemanden gekümmert, der neu auf der Straße war. Gab's da aktuell jemanden? Ella. Ella. Und weiter? Wer nichts sagen will, den bedrängen wir nicht. Wie sieht denn diese Ella aus? Oh, längere blonde Haare. Ganz normales Mädchen halt. Also, unser Opfer, die Frau Keller, war geschieden. Ihr Mann hat eine Kollegin von ihr geheiratet, deutlich jünger. Im Job hat es deswegen geknirscht, die Frau Keller hat gekündigt und ging nach Köln. Nach der Sache mit dem Sohn ging es dann endgültig den Bach runter. Darf ich? Vor einem halben Jahr hat sie Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet, kam aber zu keiner Festnahme. Warum nicht? Was würdet ihr nur ohne uns machen? Darf ich denn jetzt erstmal? Bitte. Sie hat in einem Nachtasyl übernachtet, da ist es dann passiert, sagt sie. Nicht sagt sie, also hat sie gesagt. Also, Ja, dann geht der Sache mal nach. So. Und bitte,
Ein Teilabdruck auf der Schnapsflasche hat einen Treffer ergeben. Gibt es einen bestimmten Grund, das zu tun? Ich kann da nichts für, das ist die Schuld. Ich kann den Fattis doch keinen mehr blasen hinterm Bahnhof. Das machen jetzt die Jüngeren. Ich brauch den Platz. Frau Keller hat dort ihre Obdachlosenzeitungen verkauft. Ich hab da schon gebettelt, da hat die noch in die Windeln geschissen. Die Trunz gehört zum Dom wie Weihwasser. Das Opfer hat sie von dort vertrieben. Nein, das waren ihre Kollegen. Die haben mir einen Platzverweis erteilt, ganz ohne Grund. Ich werde die Stadt verklagen deswegen. Ich will Schadenersatz. Sie haben Menschen umgebracht. Ist Ihnen das überhaupt bewusst? Frau Keller ist verbrannt. Ich wollte das nicht. Ich habe zu ihr gesagt, wir müssen reden. Sie wollte nicht. Dann habe ich sie gestupst. Sie hat sich nicht gerührt. Sie hat überhaupt nicht reagiert. Ja, das hat mich ja so wütend gemacht. Da habe ich ihren Schnaps geklaut. Und ach, ich wollte sie doch nur ärgern. Was ist denn jetzt so wichtig? Sie ist unschuldig. Das ist Quatsch, die gesteht gerade. Das Opfer war bereits tot, als es in Brand gesetzt wurde. Hier. Kein Rauchgas in der Lunge, keine erhöhten Kohlenmonoxidwerte. Und ist er denn dann gestorben? Eine natürliche Ursache wie Schlaganfall, Herzinfarkt, Blutung kann ich ausschließen. Und Hinweise für eine tödliche äußere Gewaltanwendung gibt es nicht. Und für Altersschwäche war sie ja noch zu jung. Ja, genau. Deshalb habe ich das Labor angewiesen, nach allen erdenklichen Stoffen, Drogen und Medikamenten zu suchen. Man kann niemanden umbringen, der bereits tot ist. Unser Feuerteufel da drin, die hat sie abgefackelt, als sie schon tot war. Störung der Totenruhe, das ist es. Brot, ja? Wann gehst du wieder? Das weiß ich leider noch nicht genau. Wie? Ich kann dir kein Geld mehr geben, ich hab selber nichts. Nee, das musst du auch überhaupt nicht. Ich muss einfach nur ein paar Tage bei dir bleiben. Störung der Totenruhe wird mit bis zu 3 Jahren bestraft. Du glaubst, die Staatsanwältin macht sich die Mühe? Ja, und was jetzt? Wie weit bist du mit dem Vergewaltigungsfall? Der mutmaßliche Vergewaltiger hat ausgesagt, dass es einvernehmlich gewesen ist. Spurenlage? Es deutet einiges darauf hin, dass die Frau Keller die Wahrheit gesagt hat, aber für eine Anklage hat es nicht gereicht. Aber sie hat nicht locker gelassen.
Letzten Monat hat sie den Mann nochmal angezeigt. Sie hat behauptet, dass er eine Frau Fischer vergewaltigt hat. Und warum hat Monika Keller die Anzeige erstattet und nicht diese Frau Fischer? Jedenfalls hat die Frau Fischer dann ausgesagt, da war nichts. Ja, dann frag sie, was da los gewesen ist. Guten Tag. Entschuldigung, sind Sie Frau Fischer? Ja. Jütte, mein Name, Kriminalpolizei. Geht's um Frau Keller? Ja. Ich bin gleich wieder da. Ja. War gar nicht so leicht, Sie zu finden. An Ihrer angegebenen Wohnadresse leben Sie nicht mehr. Ich bin vor kurzem erst umgezogen. Ich habe noch nicht geschafft, mich umzumelden, aber ich mache das noch. Tun Sie das. Hier vielleicht? Hm? Die Frau Keller hat ausgesagt, dass sie beide von demselben Mann vergewaltigt worden sein sollen. Keine Ahnung, warum sie das behauptet, aber da war nichts. Laut Aussage wurden sie ebenfalls in einer Notunterkunft vergewaltigt. Sie haben dort übernachtet. Es gab Probleme mit meiner neuen Wohnung. Ich wusste kurzfristig nicht, wohin. Woher kannten Sie das Opfer? In meiner Freizeit arbeite ich da. Also im Kabäuschen. Ehrenamtlich. Monika Keller war in letzter Zeit mit einer jungen Frau unterwegs. Ella. Ja. Sie hat sich oft um Leute gekümmert, die neu auf der Straße waren. Irgendeine Idee, wo man nach ihr suchen könnte? Keine Ahnung. Monika hatte verschiedene Plätze, wo sie immer wieder hingegangen ist. Was für Plätze? Eine 1 Billion Euro steckt unser Staat jedes Jahr in unser Sozialsystem. Und trotzdem müssen manche Rentner im Mülleimer nach Flaschen suchen. Kannst du mir mal sagen, was sie die ganze Zeit mit dem ganzen Geld gemacht haben? Berater engagiert? Ja. Ich will aber nicht so machen. Ja, du willst dich lieber aufregen. Ja, darüber rege ich mich wirklich gerne auf. Bitte. Hallo, ich bin das. Also, ich habe mit der Frau Fischer gesprochen, also die Frau, die vergewaltigt worden sein soll. Ist eine ganz patente, hübsch, alleinstehend. Bitte, bitte. Da ist nichts dran. Warum hat das Opfer dann gelogen? Weiß ich doch nicht. Ja, dann find mal raus, wer von den beiden gelogen hat und warum. Sinnlose Arbeit kann einen ja depressiv machen. Hat sie denn sonst noch was gesagt? Ja klar, ich habe sie, wie mir aufgetragen wurde, nach Stammplätzen unseres Opfers gefragt. Eins davon ist Dombörger. Du ahnst es nicht, ist am Dom. Okay, guck ich mir morgen an. Gut, ich mach dann Schluss. Ist ja schon spät. Ja, gute Nacht. Nachti. Ey, verpiss dich!
kannst im Bett schlafen. Ich schlafe auf dem Boden. Das ist frisch bezogen. Ja, ich bin's ja gewöhnt. Ja, eben. Okay, danke. Alles Wer ruht dich denn die ganze Zeit an? Niemand. Köln, das meine Chefin hat mir schon gesagt, dass Sie mich sprechen wollen. Ah ja. Können wir ein paar Minuten alleine sein? Ja, klar. Kommen Sie doch mal näher. Ich möchte Ihnen was sagen. Wissen Sie vielleicht, wer die beiden Damen da sind auf dem Bildschirm? Also ich habe die beiden schon mal hier gesehen. Vor allem die Ältere. Vermutlich obdachlos. Haben Sie den näheren Kontakt zu denen? Nein. Wie gesagt, ich... Sie wissen nicht, wer das da ist? Nicht mit Namen. Ich weiß nur, dass sie auf der Straße lebt. Also vermute es. Und? Konnten Sie sehen, was sie da in den Briefumschlag reingesteckt hat? Ich? Ja. Ihre Chefin hat uns gesagt, dass die junge Frau gestern noch mal hier war. Ja, die soll direkt auf Sie zugegangen sein. Ja, die hat mich nach einem Job gefragt. Sie? Ja, weil ich Teller abräume und abwasche und sie dachte, so einen Job kriegt man leichter als was Richtiges. Also sie wollte wissen, mit wem sie reden soll. Ich habe ihr gesagt, sie soll meine Chefin fragen. Also wenn sie sich hier nochmal blicken lässt, dann rufen Sie uns bitte an. Hm. Ja. Warum suchen Sie denn nach ihr? Ist eine Zeugin. Kann ich gehen? Klar.
Telefon zurück. Stopp. Die Fingerabdrücke an der Fensterscheibe passen zu einer Ella Jung, 28. Sie wird polizeilich gesucht. Eine ganz schöne Krankenakte. Was hat sie denn gemacht? Sie hat ihrem Mann den Schädel eingeschlagen. Ihr Mann ist begeisterter Kegler. Und lebt er noch? Ja, mittlerweile ist er wieder zu Hause. Es war ein Schädelriss und eine schwere Gehirnerschütterung. Was war das Motiv? Laut Aussage des Ehemanns ging seine Frau ohne jeden Grund auf ihn los. Zwei Armbrüche, Jochbeinbruch, diverse Prellungen, Gehirnerschütterung. Also wenn man davon ausgeht, dass sie nicht jedes Mal beim Arzt war, dann klingt das nach häuslicher Gewalt. Sieht so aus, ja. 2017, 2019. Jedenfalls ist sie in dieser Nacht abgehauen und er konnte noch den Notruf wählen. Vielleicht weiß sie ja gar nicht, dass sie immer noch lebt. Sie ist auf der Flucht, lebt auf der Straße und ruft nicht die Polizei. Ja, das würde ich an ihrer Stelle auch nicht machen. Wir nehmen sie ja nur fest und ihr Mann weiß dann wieder, wo sie ist. Nathalie. Das Labor konnte die Todesursache ermitteln. Frau Keller starb an einer Überdosis Fentanyl. Drogen? Moni? Sie hat so viel getrunken wie die meisten, die auf der Straße leben. Aber von den harten Sachen hat sie die Finger gelassen. Können Sie mir mal helfen? Ja. Sie hatte Anzeige erstattet wegen Vergewaltigung. Ja, nichts ist passiert. Vielleicht war das der Auslöser, Drogen zu nehmen. Seit der Vergewaltigung hat sie nur noch im Freien übernachtet. Hat immer wieder die Schlafplätze gewechselt. Sie war vorsichtig, aber sie war nicht gebrochen. Da gab es noch einen zweiten Vergewaltigungsfall. Es passiert ständig. Wissen Sie, was es heißt, als Frau auf der Straße zu leben? Könnt ihr irgendwann mal die Kraft für all das gefehlt haben? Sie meinen Selbstmord? Ich denke, sie ist verbrannt. Wir haben eine tödliche Menge Fentanyl in ihrem Körper gefunden. Die Wirkung ist 50 Mal größer als bei Heroin. Ich weiß von einigen, die in den Mülleimern der Krankenhäuser nach gebrauchten Fentanylpflastern suchen. Die kochen die Dinger aus und spritzen sich dann. Oder kauen die Pflaster direkt. Deshalb haben wir auch immer Naloxon im Notfallkasten, falls es zu einer Überdosis kommt. Danke. Vielleicht. Ich hatte ihren Job besorgt, bei uns im Büro. Als Aushilfe in der Buchhaltung. Wir mussten den Versuch leider abbrechen. Was ist passiert? Ach, Anspruch und Wirklichkeit. Sie hat früher bei der Postbank gearbeitet. Hat gedacht, sie könnte dran anknüpfen. Hat sie nicht durchgehalten. Was ist mit ihr? Ja, das ist das Mädchen, um das sich Moni in letzter Zeit gekümmert hat. Und hat sie vielleicht ein Drogenproblem? Kann ich nicht sagen. Ihr nicht. Dann brauchen wir noch die Namen von ihren Kunden, die mit Fentanyl handeln. Tut mir leid. Das ist eine rote Linie. Die Leute vertrauen mir. Ich verrate keinen. Aber danke, dass Sie mir geholfen haben. Darf ich? Nein, danke. Wissen Sie inzwischen, was mit Monika passiert ist? Im Moment gehen wir von Selbstmord aus. Selbstmord? Ich bitte Sie. Sie hat behauptet, dass Sie vergewaltigt worden sind. Wer weiß, was noch alles bei ihr schief lief. Im Kopf, in der Seele. Es sei denn, Sie sagen mir nicht so ganz die Wahrheit. Sie sind nicht umgezogen. Sie mussten wegen Eigenbedarfs aus ihrer Wohnung ausziehen und sind seitdem wohnungslos. Dachten Sie, wir erfahren es nicht? Wo schlafen Sie? Hier? In meinem Auto. Aber ich
Nein. Sie arbeiten als Altenpflegerin. Das schon sehr lange. Aber bei meinem Gehalt und meiner Schufa-Auskunft, da nimmt mich kein Vermieter, da warten 50 andere. Sie haben Schulden. Ich bezahle regelmäßig meine Raten. Ich arbeite, ich bin so gut wie nie krank. Ich mache eigentlich alles richtig, aber das interessiert niemanden. Wenn es auch noch rauskommt, dass ich obdachlos bin und in meinem Auto wohne, dann ist es ganz aus. Ja, und wozu haben wir Ämter? Wie sollen die mir denn helfen? Ich will kein Hartz IV. Ich will einfach nur mein altes Leben zurück. Wollten Sie deswegen nicht, dass wegen Vergewaltigung ermittelt wird? Ja, danke. Super, ciao. Tschüss. Von der Drogenfahndung. Die hören sich für uns mal nach dem Fentanyl um. Hat sich unser forsches Fräulein von der KTU eigentlich schon gemeldet? Die von der Spurensicherung, die untersuchen alles, was sie am Tatort sichergestellt haben, auf Rückstände von Fentanyl. Das dauert. Du glaubst nicht an Selbstmord, hm? Fentanyl ist teuer. Und gebrauchte alte Pflaster zu suchen, um die abzukochen, ich weiß nicht. Was ist mit Ella Jung, unserer Zeugin / Tatverdächtigen? Zielfahndung ist dran. Ja. Bisher keine Spur von ihr. Also die Frau Fischer arbeitet als Altenpflegerin, lebt aber in ihrem Wagen. Das muss man sich mal vorstellen. Sie schläft auf der Fahrerseite, weil sonst kein Platz ist. Auf der Arbeit kann sie duschen und so. Was sagt sie? Deswegen will sie nicht, dass das mit der Vergewaltigung rauskommt. Wegen den ganzen Ermittlungen. Sie hat eine Riesenangst davor, dass sie das bisschen, was von ihrer Existenz noch übrig ist, dann auch noch verliert. Also hat sie ein Motiv, weil das Mordopfer nicht locker lässt. Das ist eine ganz arme Frau. Die wollte sich selbstständig machen. In der Altenhilfe ging schief. Jetzt hat sie Schulden, die sie abbezahlt. Und trotzdem ist sie obdachlos. Und ihr denkt an ein Motiv? Jütte, das ist ein Motiv für einen Mord. Da kann man keine Rücksicht nehmen. Fentanyl ist ein ganz starkes Schmerzmittel. Das wird sicher auch in der Altenpflege verwandt. Hast du das überprüft? Da hatte ich keinen Auftrag zu. Ja, dann mach das bitte. Ihr denkt doch nicht allen ernst. Bitte, wir denken nicht, wir ermitteln. Ja, so kommt's mir manchmal auch vor. Vorsicht, ja? Sagt der eine Freund zum anderen, du, ich glaube, meine Frau ist tot. Sagt er, wie merkst du das denn? Ja, im Schlafzimmer ist wie immer, aber die Küche sieht aus. Der Franz zum anderen, du. Hallo? Freunde von Ihnen haben uns erzählt, dass wir Sie hier finden. Ist das so? Dann sind das keine Freunde. Wir würden uns gerne mal mit Ihnen unterhalten. Mach nur zu. Wenn er verdächtigt, mindestens 2 Frauen vergewaltigt zu haben. Und das ist jetzt Blödsinn, ja. So, entweder unterhalten wir uns jetzt hier oder wir fahren sofort ins Präsidium. Okay. Aber ich wurde doch wegen dieser Scheiße schon interviewt. Ich war total besoffen. Die Olle war ein Fickfehler. Als sie wieder wach wurde, hat sie Vergewaltigung geschrien. Dabei soll die doch froh sein, dass ich die gemacht habe. Schließlich hat sie mich zuerst angemacht. Frau Keller ist tot. Wer abgefackelt. Wo waren Sie in der Tatnacht? Ihr glaubt echt, dass ich das war? Wo waren Sie? In der Notunterkunft, ab 7. Wenn du später kommst, kriegst du keinen Platz mehr. Wir bräuchten die Adresse. Na, kein Problem. Frag doch die Jungs, die mit mir da schlafen. Ja, haben Sie die Zeit in der Notunterkunft genutzt, um noch eine Frau zu vergewaltigen, wie Sie auch Frau Fischer vergewaltigt haben? Moment mal. Die andere Rolle, die ist ein Loch Ness, das hat doch der Polizei längst gesagt, dass da nichts dran ist. Ja, trotzdem hat Frau Keller keine Ruhe gegeben. Deswegen war die andere ja auch stinksauer und wäre ihr beinahe an die Gurgel gegangen. Gibt's da Zeugen dafür? 20 Leute an der Suppenküche.
Wenn die Weigand da nicht zwischengegangen wäre, dann hätte die da schon eine Flap gegeben. Aber ich sage immer so, ne? Egal wie doof dein Gegenüber ist. Gegenüber von Calais ist Dover. So, Mädels, wo war ich stehen geblieben? Die Polizei war heute bei mir auf der Arbeit. Polizei? Warum? Wegen deiner Freundin. Die ist tot. Willst du anrufen? Oder soll ich? Ja, mach das doch. Komm, mach. So eine super Idee. Ich weiß nicht, was passiert ist. Du versteckst dich. Hallo, Frau Weigand. Ach, hallo. Danke, dass Sie zu mir kommen konnten. Zu Ihnen ins Präsidium, hallo, hätte ich es nicht geschafft. Hab hier noch einiges zu tun. Gehört das alles Ihnen? Ich wasche die Klamotten von ein paar Obdachlosen. Wenn du aufhörst, dich zu waschen, gibst du ganz auf. Versuch, das zu verhindern. Der Herr Stranz, der hat Sie vor kurzem besucht. Ja. Besuch kann man das nicht nennen. Stand letzte Woche an der Suppenküche an, als wenn nichts gewesen wäre. Moni ist sofort durchgedreht. Ich habe versucht, die Situation zu beruhigen. Und Stranz gesagt, er soll gehen. War Frau Fischer auch da? Ja. Hat bei der Essensausgabe geholfen. Moni hat von ihr verlangt, dass er endlich die Wahrheit sagt. Dass beide Frauen von Herrn Stranz vergewaltigt wurden. Ja. Ich hab die beiden dazu verdonnert, noch mal miteinander zu reden. Und die waren so stur. Moni hat's wahnsinnig gemacht, dass Stranz weiter frei rumläuft. Katja hat einfach nur Angst gehabt, dass ihr Arbeitgeber erfährt, dass er obdachlos ist. Frau Keller hat kurz vor ihrem Tod ihrer Begleiterin einen Briefumschlag gegeben. Hat das was mit ihrem Tod zu tun? Wissen wir nicht. Tut mir leid. Und der Streit zwischen Frau Fischer und Frau Keller, wann war der genau? An dem Abend, als es passiert ist. Ella. Ja? Ella, ich muss mal ganz dringend. Ja, einen Moment. Alles okay? Ja.
love in the times of hate? How many swipes for a blow of fate? You keep the light on, you keep the light on, you keep the night light on. Every day is like the same old song, until everything right goes wrong. You keep a light on, you keep the light on, you keep the night light on. Hold your broken dream up high. Oh, you know you try, oh, you know you try. It's the worst case scenario lullaby. And then the rent is just a little too late. Ain't gonna be no birthday cake. You keep the light on, you keep the light on, you keep the night light on. Hold your broken dream up high. Oh, you know you try, oh, you know you try. It's the worst case scenario lullaby. Try to soothe yourself to sleep, my dear. You know this whole mess is born from fear. You keep the light on, you keep the light on, the night light on. Der Tod kam mit der Thermoskanne. Das Fentanyl war im Tee. Wie lange dauert denn das? Vom ersten Schluck bis zum Tod? Kommt darauf an, wie viel sie von dem Tee getrunken hat und vor allem wie schnell. Aber die Menge hat auf jeden Fall gereicht, um sie zu töten. Wie stirbt man? Fentanyl sorgt dafür, dass sich dein Körper vollkommen entspannt. Also ich meine total, jeder Muskel. Hörst einfach auf zu atmen. Prince ist so gestorben. Ihr wisst ja noch, wer Prince war, oder? Den habe ich schon live gesehen, da warst du noch pures Eiweiß. Ja, deswegen. In eurem Alter ist Demenz ja durchaus ein Thema. Gibt's Fingerabdrücke? Ja, einige. Aber ein Treffer ist mit dabei, der wird euch gefallen. Also, dass ihr euch nicht schämt. Bitte, bei dem Ermittlungsstand, da blieb uns gar keine andere Wahl. Wie weit bist du mit der Suche nach Ella Jung? Der Ehemann wurde vernommen, weiß aber nichts. In ihrem alten Umfeld wird ebenfalls nach ihr gesucht. Und die Kollegen klappern sämtliche Obdachlosenheime von Köln ab. Sie ist wie vom Erdboden verschwunden. Axel? Oh ja, das ist super. Mhm. Soll ich es einpacken? Ja, bitte. Sehr gerne. Mhm. 10 Euro, ja? Ja, 9,99.
Kommissar Ballauf hier. Frau Jung, sind Sie das? Ella Jung. Monika ist tot. Ja. Sie hat gesagt, ich kann bei ihr wohnen. Wo sind Sie denn gerade? Sie hätte die Aussicht auf ihre eigene Wohnung. Und es wäre alles gut gewesen. Das ist so unfair. Wo sind Sie gerade? Hat er überlebt? Ihr Mann, ja. Passen Sie auf. Ich komme hier zu Ihnen und dann besprechen wir in aller Ruhe, wie es weitergeht. Ja? Was hast du gemacht? Du hast abgeschlossen. Du kannst doch nicht einfach so. Warum hast du abgeschlossen? Räum das auf. Räum das auf. Du Psycho. An dem Abend, als Frau Keller starb, sind Sie ihr noch mal begegnet? Regine wollte, dass wir uns aussprechen. Monika und ich. Dass wir uns wieder vertragen. Und, haben Sie eine Lösung gefunden? Ach, Monika war schlecht gelaunt. Ihre Bekannte hatte sie hängen lassen. Sie hatte sich Mamas Bett für die Nacht gesucht. Wo? Bei irgendeinem Typen. Gibt's da einen Namen? Nee, aber es gibt da einen Laden, wo Monika manchmal einen Kaffee trinken war. Mhm. Kennen wir, waren dort. Und der räumt da die Tische ab oder sowas. Hat Frau Keller Ihnen gegenüber mal einen Brief erwähnt? Was denn für ein Brief? Sie hat ihn kurz vor ihrem Tod an Frau Jung übergeben. Ella? Und Sie denken, das hat was mit dem Mord zu tun? Das wissen wir nicht. Im Moment gehen wir nur jeder Spur nach. Wir haben hier einen Beipackzettel für ein Fentanyl-Nasenspray gefunden. Ja gut, dann schick mir mal ein Foto aufs Handy. Jo, mach ich. Danke, ciao. Frau Fischer, auf der Thermoskanne des Opfers fanden wir Ihre Fingerabdrücke. Monika hat sich jeden Abend Tee abfüllen lassen, den sie sich dann mit ein bisschen Schnaps gestreckt hat. Diesmal hatte sie richtig einen im Tee. Fentanyl. Sie wurde vergiftet. Die Altersresidenz, in der Sie arbeiten, die hat Anzeige erstattet. Da wurde fentanylhaltiges Nasenspray gestohlen. Haben Sie das Fentanyl gestohlen? Nee. Was ist das? Das ist ein Durchsuchungsbeschluss für Ihren Wagen. Schauen Sie mal hier. Das haben wir im Handschuhfach von Ihrem Auto gefunden. Das ist ein Beipackzettel für fentanylhaltiges Nasenspray. Das darf doch alles nicht wahr sein. Warum haben Sie das Spray gestohlen? Um schlafen zu können. Ich lebe seit einem halben Jahr in meinem Auto. Ich kann mich dann nicht mal richtig hinlegen. Und wenn ich ein bisschen mehr davon nehme, dann kann ich abschalten. Dann ist mir zumindest für ein paar Stunden mal alles egal. Wo ist das Nasenspray jetzt? Das wurde mir gestohlen. Wann? Bei der Essensausgabe. An dem Abend, dass Stranz da aufgetaucht ist. Ich hatte Streit mit Monika. Ich habe nicht auf meine Sachen aufgepasst. Wurde sonst noch was gestohlen? Und Sie? War Sie noch da? Mhm. Wusste jemand davon, dass Sie das Spray besitzen? Regine. Frau Weigand, die Leiterin der Suppenküche. Sie hat gesagt, dass ich es lassen soll. Dass es nur Probleme bringt. Ich hätte auf Sie hören sollen. Sie glauben mir nicht. Würden Sie sich selber glauben? Bei dieser Beweislage? Tja, schon. Glaubst du ihr? Die Beweise, die wir haben, reichen für einen vorläufigen Haftbefehl aus. Dieser Axel Fahl, der Zeuge, der sich mit Ella Jung angeblich nur unterhalten hat.
Wenn sie an dem Abend bei ihm war, in seiner Wohnung. Warum wurde sie dann auch noch am Tatort gesehen? Warum hat er uns angelogen? Ich schau mal nach seiner Wohnadresse. Ach, Jütte! Die Staatsanwältin soll sich mal um vorläufigen Haftbefehl kümmern. Sie hat das wirklich getan? Die Frau Keller umgebracht? Ein paar Fragen sind noch offen, aber viele spricht dafür. Außerdem suchen wir immer noch Ella Jung. Wenn du das erledigt hast, dann fragst du noch mal bei der Weigand nach, ob sie noch mal einen Versuch unternommen hat, für unsere Opfer eine neue Wohnung, eine neue Arbeitsstelle zu finden. Wieso? Weil Ella Jung davon überzeugt ist, dass unsere Opfer eine neue Wohnung kriegen sollte. Ella, es tut mir leid. Ich habe sowas noch nie gemacht. Und ich werde es auch nie wieder tun. Frau Fischer, die Staatsanwaltschaft hat wegen des dringenden Tatverdachtes gegen Sie, Frau Keller, ermordet zu haben, vom Gericht einen Haftbefehl ausstellen lassen. Aber ich kann mir gar keinen Anwalt leisten. Es wurde Untersuchungshaft angeordnet. Da kommt dann der Staat für auf. Frau Fischer, wenn der Fall hier abgeschlossen ist, und ich irgendwo ein gutes Wort für Sie anlege. Ich will Anzeige erstatten. Wegen Vergewaltigung. Ist jetzt sowieso alles egal. Das machen wir. Womit wollt ihr mich denn jetzt schon wieder nerven? Aufstehen. Ich denk nicht dran. Ich sag's noch einmal und danach tut's weh. Aufstehen. Aha. Ach. Wirklich? Scheiße! Au! Fass mich nicht an! Au! Herr Stranz, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des Verdachts der mehrfachen Vergewaltigung. Das ist doch scheiße! Ich hab das nicht getan! Die Weiber reden doch scheiße! Vor den Weibern haben Sie jetzt ein paar Jahre Ruhe und dazu gibt's noch einen festen Wohnsitz. Thank you.
Die Spinne ist verschwunden. Hat sich auf die Reise gemacht, auf und davon. Ich hab das schon mal ausgehalten. Ich werde das wieder aushalten. Im Aushalten bin ich gut. Wirklich gut. Wo ist Frau Junge? Ich weiß es nicht. Weg. Wenn Sie sie finden, sagen Sie ihr, dass es mir leid tut. Hat jemand mal eine kleine Spende für einen lieben Hund? Dankeschön. Vielen Dank. Eine kleine Spende, bitte. Verdacht auf Gehirnerschütterung. Sie nehmen ihn mit. Ballhof, Kripo Köln. Frau Jung, sind Sie das? Sagen Sie mir bitte, wo Sie sind. Ich will Ihnen helfen. Ballhof ist mein Name, von der Kripo Köln. Sie haben mich immer angerufen. Das ist mein Kollege, Herr Schenk. Warum sind Sie nicht einfach in einen von diesen Zügen gestiegen? Ich bin so müde. Ihr Mann hat schwer verletzt überlebt. Wir haben Ihre Krankenakte gelesen, Frau Junge. Ich glaube, wir sind im Bilde. In der Nacht, als Frau Keller starb, da waren Sie am Tatort. Ja. Weil Axel wollte, dass ich wieder gehe. Also bin ich zu ihr. Ich wollte mir auch einen Schlafplatz suchen. Dann habe ich das Feuer gesehen. Notruf gewählt. Ich hätte einfach bei ihr bleiben sollen. Frau Keller wurde vergiftet. Was? Sie war schon tot, als sie verbrannt ist. Und kurz vor ihrem Tod hat Frau Keller Ihnen einen Brief gegeben. Ja. Was stand da drin? Weiß ich nicht. Sie haben ihn nicht geöffnet? Nein.
Das habe ich ihr versprochen, dass ich drauf aufpasse. Wenn ich das jetzt mache, dann ist sie wirklich tot. Und jetzt, es wird aus mir. Ihr Mann, der hat überlebt. Er hat sie jahrelang misshandelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er gerichtliche Schritte gegen sie einleiten wird. Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder sie gehen zu ihrem Mann zurück oder sie fangen ein neues Leben an. Viel Glück. Na? Wie ist gelaufen? Ja, ging so. 17 Euro. Geht doch. Die haben die Kleine gefunden, die sie überall gesucht haben. Ella? Hm? Wo? Am Dom. Die hat die aber bestochen. Da haben sie die Kleine wieder laufen lassen. Bestochen? Du und deine Fantasie, womit denn? Die hat denen einen dicken Briefumschlag in die Hand gedrückt. Und der eine hat ihn direkt unter deiner Jacke verschwinden lassen. Ja, immer so in Köln. Nur wer bezahlt, bekommt am Domplatz zum Betteln. Und ich bezahle aus Prinzip nicht. Und? Was ist drin? Kontoauszüge. Das Konto läuft auf das Kabäuschen. Ach ja. Die hat Spendengelder unterschlagen. Mhm. 180 Euro jeden Monat. Und die Keller ist wahrscheinlich dahinter gekommen, in der Zeit, als sie im Büro gearbeitet hat. Aber warum immer die gleiche Summe und so wenig? Ja, Frau Weigand wurde vor einem halben Jahr die Miete erhöht. Die Kosten für Strom sind auch gestiegen. Dann lass mich mal raten. Zusammen knapp 180 Euro. Ich habe ihre finanzielle Situation überprüft. Die Stadt hat für ihre Arbeit im Kabäuschen nur eine halbe Stelle finanziert. Sie lebt von der Hand in den Mund. Strom und Mieterhöhung haben mir das Genick gebrochen. Sleep and find
king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York, if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Frau Weiland? Wallauf und Schenk hier. Wir kommen jetzt in Ihre Wohnung. Frau Weigand? Ohne Wohnung hast du keine Chance. Egal, wie viel du kämpfst und machst und tust, um wieder auf die Beine zu kommen. Am Ende gewinnt immer die Straße. Wegen 180 Euro im Monat. Wie verzweifelt muss man sein? Oder wie beschissen alles andere? Ich bin Ella. Ich habe keinen Job, keine Wohnung. Und keinen Mann, aber ich bin hier. Und jetzt. Wie alle anderen auch.